verehrter Herr Präsident, lieber Herr Markula, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eingangs vielen Dank, dass Sie sich mit zwei Berichten sachkundig und umfassend äußern zu Projekten, die die Kommission in diesen Tagen verfolgt und die für uns eine Priorität darstellen. Wir leben in einer digitalen Revolution. Die einen treiben sie und nutzen sie, die zweiten erkennen sie und die dritten negieren sie. Hinter uns liegt der ICT-Sektor, Hardware, Software, Telekommunikation. Da war Europa einmal stark. Nokia war vor 5 Jahren noch Weltmarktführer mit 50% Weltmarktanteil im Bereich Mobilfunkgeräte. Siemens hat bis vor 10 Jahren, bis zu 15 Jahren Geräte hergestellt. Heute Smartphones entwickelt bei Apple, produziert in Ostasien, Konkurrenz bei LG und Samsung, ebenfalls Ostasien. Wir nutzen die Geräte, importieren sie und die Daten fließen nach Seoul, nach Tokio, bald nach Shanghai und nach Kalifornien. Keine europäische Wertschöpfung. Und jetzt kommt die digitale Revolution in die Realwirtschaft, in die Industrie, zum Handwerk, zum Mittelstand, zum Handel, zu Banken, zu Versicherungen. Und unsere amerikanischen Freunde haben eine klare Strategie. Sie wollen ihre digitale Überlegenheit nutzen für eine gesamtwirtschaftliche Überlegenheit. Das geht nicht gegen Kuba und nicht gegen Nordkorea. Das geht in das Herz der europäischen Wirtschaft. Der Mediensektor ist voll erfasst. Ich möchte sagen, in 20 Jahren liest man Zeitungen aus Papier nicht mehr und hat die Tageszeitung, die um 18 Uhr Redaktionsschluss hat und nicht mehr vom Abend am nächsten Morgen berichten kann, indem man im Sporthall nicht mehr die Tore der Champions League sehen kann, gegenüber Online-Zeitungen ein Problem. Da haben Verlage ein Problem. Da haben Journalisten ein Problem. Dasselbe mit Fernsehen. Der Netflix-Chef aus den USA, hoch erfolgreich, war im Frühjahr in Europa und hat gesagt, Anstalten und Unternehmen wie RAI, BBC, ARD, ZDF, France Telecom gibt es in 10 Jahren nicht mehr. Weil jeder sein eigener Programmdirektor werden kann. Warum soll ich darauf warten, dass um 22.30 Uhr Nachrichten kommen, wenn ich um 20.40 Uhr Interesse habe und downloaden kann und Streamingdienst dafür Anbieter sind? Es kommt darauf an, dass wir hier einen fairen Wettbewerb bekommen. Level Playing Field. Die Audiovisual Media Services Directive regelt klare Pflichten für Fernsehveranstalter. Werbegrenzen, Werbeschranken, Jugendschutz oder keine Gewaltverherrlichung, Menschenwürde. Es gibt klare Regeln für die Aufsichtsbehörden und deren Unabhängigkeit, für Programmkontrolle. Aber andere, die nur bewegte Bilder transportieren und nicht für die Inhalte verantwortlich sind, sind frei von diesen Verpflichtungen. Wir haben kein Level Playing Field. Deswegen wollen wir die Audiovisual Media Services Directive modernisieren und fairen Wettbewerb herstellen. Zweitens, Europa, unsere Europäische Union ist auf 4 Säulen aufgebaut. Das ist die Friedensunion, die Wertegemeinschaft, die Währungsunion und es ist der Binnenmarkt. Wir haben für viele Waren und Güter und Dienstleistungen einen vollendeten Binnenmarkt. Für Kraftfahrzeuge, für Lastkraftwagen, für Nahrungsmittel, für Getränke, für Bankdienstleistungen, für Versicherungsdienstleistungen.
Und Sie können als europäischer Bürger all diese Produkte in ganz Europa bestellen und überall nutzen. Es ist ein großer Vorteil für Scania, für Mercedes, für Skoda, für Seat, für Fiat, für Peugeot, dass man Autos bauartgleich, einzige Einschränkung, die Rechtslenkung in UK, in ganz Europa nutzen kann. Mit den gleichen CO2-Emissionsreduktionsvorschriften, mit Regelungen für den Straßenverkehr generell, mit Lenkzeitenbeschränkungen, mit Profil im Reifen und vielem anderen mehr. Wir haben einen gemeinsamen Markt, 510 Millionen Menschen, die Schweiz, Liechtenstein, Island, Norwegen, der Westbalkan, weitgehend assoziiert. Im digitalen Sektor haben wir keinen Binnenmarkt. Wenn Sie zum Beispiel Online-Shopping machen wollen und würden gerne in Bordeaux direkt online eine Kiste Wein bestellen und wohnen in München, werden Sie umgelenkt nach Hamburg zum deutschen Großhändler. Wenn Sie sich Video on Demand oder Pay-per-View-Dienste bestellen und sind gerade wohnhaft in Paris, heute in Brüssel, können Sie oftmals die Bilder von Saint-Étienne nicht sehen. Wir haben 28 nationale Datenschutzregelungen. Ich war einmal in einem Regionalparlament. Ich komme aus Baden-Württemberg. Wir haben 1984 ein Landesdatenschutzgesetz Baden-Württemberg bearbeitet. Zu glauben, dass Baden-Württemberg Daten schützen kann, abwegig, vergessen Sie es. Google, Apple, Facebook lesen ein regionales Datenschutzgesetz nicht mal. Geschweige denn Übersetzung oder Einhaltung. Aber auch 28 Datenschutzregelungen greifen zu kurz. Denn dann suchen sich diese großen Player das Land Europas mit dem geringsten Datenschutzlevel oder einer schlechten Datenschutzkontrolle, bringen ihren Staubsauger mit, saugen die Daten Europas ab, nehmen sie mit, speichern sie, nutzen sie, verkaufen sie. Und die nationalen Regeln werden umgangen und ausgehöhlt. Man muss nicht alles europäisieren, aber eine digitale Strategie, um die Überlegenheit, die in den USA vorhanden ist und die in Korea vorhanden ist und die in China planwirtschaftlich mit Huawei und mit Alibaba und anderen aufgebaut wird, um der im globalen Wettbewerb zu begegnen, brauchen wir eine europäische Strategie, brauchen wir einen europäischen gemeinsamen digitalen Binnenmarkt. Mit einmal Datenschutz, einer europäischen Kultur der Cyber Security und einem Ausbauplan der Infrastruktur. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasserstraße, Wasser, Abwasser, Telefonie ist oftmals lokale oder regionale Verantwortung. Derzeit sind unsere Ausbaupläne für die digitale Infrastruktur immer national und nicht grenzüberschreitend. Wenn ich von hier nach Hause fahre, nach Stuttgart, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich von Belgien nach Luxemburg, von Luxemburg nach Frankreich Richtung Straßburg oder nach Deutschland an den nationalen Gebietsgrenzen 6 Minuten im Funkloch bin. Das erinnert an Zentralafrika und nicht an Hightech-Europa. Unsere künftigen Dienste wie E-Health, M-Health, digitale Betreuung von Patienten oder Connected Cars, Autonomous and Automated Driving brauchen ein paneuropäisches, flächendeckendes Infrastrukturnetz in Qualität und Kapazität und Geschwindigkeit überall gleich, in der Metropole, im Grenzbereich und im ländlichen Raum. Wir brauchen Milliarden Investments dafür. Anderes Beispiel, neben dem Breitband im Boden, das Thema Satellit oder das Thema Wireless generell, das Thema Funkfrequenzen.
Noch immer werden Funkfrequenzen, Spektrum, national auktioniert. Meistens sind es die Finanzminister, die ihre Kasse verbessern wollen. Und Funkfrequenzen, früher Radiofrequenzen, jetzt Telekomfrequenzen versteigern, meist bieten. Die einen machen es 2012, die anderen 2015, die dritten gar nicht. Spätestens die fünfte Generation von Mobilfunk, 5G. Wir haben heute flächendeckend 3G, sind auf dem Weg zu 4G LTE, unterschiedlich schnell. Spätestens 5G kann nur funktionieren, wenn Spektrum die Frequenzvergabe europäisch koordiniert, grenzüberschreitend entwickelt wird. Ansonsten würden wir die technischen Möglichkeiten in Europa nicht nutzen. Bei allem Respekt vor nationalen Gebietsgrenzen. Die mögen für Sprache, für Kultur, für Schule, für nationale Sicherheit wie die sein. Aber unsere Gebietsgrenzen stammen von Napoleon und dem Wiener Kongress danach. Stammen von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. Stammen von Jalta und Potsdam nach dem zweiten von Deutschland begonnenen, verschuldeten und verlorenen Weltkrieg. Aber Napoleon hat von digitaler Kommunikation, von Connected Cars, von Automated Driving relativ wenig gewusst. Bei ihm gab es die Buschtrommel und die Brieftaube. Punkt. Und deswegen brauchen wir eine paneuropäische Infrastruktur. Zum gleichen Zeitpunkt, in der gleichen Qualität und Geschwindigkeit. Wir brauchen einen digitalen Binnenmarkt. Mit europäischen Standards und Regeln, mit europäischem Datenschutz und europäischer Datensicherheit. Und dafür dient unsere Digital Single Market Kommunikation, in der eine Fülle von Maßnahmen angekündigt sind, die jetzt in den nächsten Jahren legislativ und durch Projekte und durch Kofinanzierung umzusetzen sind. Zurzeit habe ich 8 Konsultationen im Feld. Hören wir die Industrie, Verbraucherorganisationen, Mitgliedstaaten, alle an. Und ich bin sehr dankbar, dass Ihre heute auf dem Tisch liegende Stellungnahme mit konkreten Erwartungen von Regionen und Kommunen uns eine nützliche, beratende und auch leitende Funktion bringen kann. Letzter Punkt. Bildung, Skills, digitale Kompetenz, Qualifikation. Die digitale Revolution geht in jeden Sektor der Wirtschaft hinein. Viele von Ihnen sind Bildungsträger für berufliche Schulen, für berufliche Weiterbildung, sind Träger von entsprechenden Einrichtungen. Wir müssen jung und alt, den Kommissar und den Werksleiter, den Abgeordneten im ADR und den Außendienstmitarbeiter einer Bausparkasse digital ertüchtigen. Es kann nicht sein, dass nur Digital Natives, die unter 25-Jährigen, online sind. Die Spaltung der Gesellschaft zwischen digital arm und digital reich darf nicht geschehen. Und von daher, ich halte die digitale Revolution für die größte Chance, aber auch Gefahr. Und wenn wir europäisch schnell und gemeinsam agieren und reagieren, werden wir nicht im Sandwich zwischen den USA und den Asiaten eingepresst und untergehen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.